Mit drei Menschen, die die Zukunft gestalten, würde ich mich jetzt gerne weiter unterhalten. Ich danke Ihnen, Herr Tietmeyer, Herr Weigel, es war ein Vergnügen. Und die nehme ich direkt mit auf die Bühne, wenn Sie denn mögen. Herr Bundesumweltminister Röttgen, bitte. Herr Brickwede, und da ist er schon, Herr Tschimpke. Wir haben jetzt keine alphabetische Reihenfolge, Herr Röttgen. Schön, dass Sie da sind. Setzen Sie sich dort, wo Sie Platz finden. Gut, wunderbar. So machen wir das. Ich glaube, ich sollte nach links außen. Aber Herr Brickwede, das ist okay, oder? Möchten Sie lieber hier sitzen? Ich hätte jetzt gerade eine Antwort gehabt, aber die wäre nicht politisch korrekt gewesen. Ich glaube, wir sitzen alle soweit in Ordnung. Herr Röttgen, 20 Jahre Feier ist natürlich auch immer etwas. Und ich muss mal kurz fragen, brauche ich noch das Mikro oder kann ich jetzt wieder mit meinem Krawattenmikro? Gut, wunderbar. Lege ich das mal zur Seite, das ist nur der Notfall. Herr Röttgen, 20 Jahre ist natürlich erstmal so ein Strahlemoment. Wenn Sie als heutig, als agierender Umweltminister, und wir haben ja nun in der ersten Reihe sehr viele frühere Umweltminister gehabt, wie würden Sie sagen, dass Sie mit der DBU zusammenarbeiten und an welchen Themen Sie vor allen Dingen die Zukunft anstoßen? Also ich glaube, dass es eine Kontinuität guter Zusammenarbeit gibt. Ich habe eben mit Klaus Töpfer ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, ein Umweltminister kann gar nicht so blind sein, dass er nicht ganz schnell merkt, was für eine Perle er dort in der Hand hat. Aber eben keine, die man in einen Schrank stellt und anguckt, sondern eine, mit der man arbeiten kann. Solche Perlen sind relativ selten. Da hat Angela Merkel so recht wie Hubert Weinzierl. Es ist natürlich noch lange, und Herr Tietmeyer hat es auch gerade gesagt, wir sind natürlich noch lange nicht an einem Ende, sondern wir sind vielleicht, wir haben noch nicht mal mittendrin, sondern es ist eine der großen Herausforderungen, unsere Lebensweise, Lebensstil und vor allen Dingen unsere Ökonomie so zu transformieren, dass wir sie nicht aufgeben müssen, weder Industrie noch eine Vorstellung von Wachstum, aber sie so zu verändern, dass wir nicht durch Lebensweise von uns, durch Ökonomie, die Lebensgrundlagen der nächsten Generation zerstören. Ich glaube, das ist ein ganz großes Projekt und da stellt sich die Herausforderung des Klimawandels, die ist sehr bekannt, auch schwierig, aber sehr bekannt, und der schleichende Verlust von biologischer Vielfalt, der Schöpfung, des Erbes, das ist noch nicht so im Bewusstsein, und darum geht dieser unwiederbringliche Verlust weiter, schleichend weiter, und es ist die Auszehrung der Natur als Schöpfung, als Eigenwert und unserer Lebensgrundlagen. Und dafür das Bewusstsein zu schärfen, jetzt eine gesellschaftliche Aufgabe, da ist die DBU, glaube ich, sehr aktiv. Wir hatten gerade einen Jugendkongress in diesem Monat, um das zu verwurzeln, zu verankern, zu werben, Bewusstsein zu stiften, und gleichzeitig, bei dem ich auch natürlich war, und gleichzeitig sozusagen dieses Transformationsprojekt voranzubringen. Das Bewusstsein des Eigenwertes von Natur und ihrer Vielfalt und das Bewusstsein davon, dass es auch die Grundlage unserer Ökonomie ist. Das zu schaffen, das finde ich, ist die große Aufgabe, an der ich gerne ein bisschen mitarbeiten möchte. Ich danke Ihnen, Herr Röttgen. Herr Tschimpke, also ich habe ja eben gesagt, Herr Weinzierl gehört zu den sozusagen Household Names, die man mit Umwelt- und Naturschutz verbindet. Natürlich Ihr Name auch. Sie sind Chefpräsident der größten deutschen Naturschutzverbindung Deutschlands, der NABU. Sie sprechen aber sozusagen hier für alle NGOs. Wie ist denn sozusagen als NGO das Verhältnis zu einer solchen Institution wie der DBU? Arbeitet man da immer gemeinsam an einem Strick? Legt man wirklich die Schritte für die Zukunft fest? Oder gibt es da schon einige Diskussionen, wo Sie sagen, hallo, das dürftet ihr eigentlich nicht fördern, das geht vielleicht nicht in die richtige Richtung? Also ich glaube erst einmal, es gibt eine sehr enge Verbindung, weil die DBU natürlich etwas ganz Besonderes ist. Es gibt in dieser Dimension keine fördernde Stiftung im Umfeld des Natur- und Umweltschutzes. Das, glaube ich, ist etwas Herausragendes. Ich selber habe eine persönliche Verbindung. Ich stamme ja aus Peine, und Peine-Salzgitter waren die Stahlwerke, die sie damals privatisiert haben. Deswegen ist das auch so ein bisschen mein Geld als Peiner Bürger. Und mein Vater war Stahlhändler und auch sehr eng mit dem Unternehmen verbunden. Also ich denke, dieses war ein wegweisender Schritt.
Es hat einmal Signale in die Stiftungslandschaft gesetzt, hat aber auch ganz besondere Signale in die Zusammenarbeit auch mit den Naturschutzverbänden insgesamt gesetzt. Das Thema nationales Naturerbe ist ja schon angesprochen worden. Das war so eine Mammutaufgabe, dass die Naturschutzverbände dieses allein gar nicht hätten leisten können. Selbst die Bundesländer, die ja auch im erheblichen Umfang dort beteiligt sind, hätten dieses nicht leisten können. Und dass die Stiftung hier erhebliche Flächenanteile, 46.000 Hektar haben wir gehört, übernommen haben, ist, glaube ich, eine große Gemeinschaftsleistung, wo wir auch vom gemeinschaftlichen Know-how sehr profitiert haben. Also die Stiftung konnte lernen, wie wir unsere kleineren und mittleren Schutzgebiete managen. Sie konnte von den Ländern lernen, wie es heißt, administrative Aufgaben dort zu übernehmen. Und sie konnte selber ein eigenständiges Konzept, was auch nachhaltig, dauerhaft wirklich Signale aussetzt, umsetzen. Das ist ein Beispiel dafür. Aber ich will auch viele andere. Ich denke, das ganze Thema Umweltbildung. Wo kann eine Stiftung denn einsteigen? Es gibt ja viele Projekte, die werden durch die öffentliche Hand gefördert und wissen Sie es selber, dann ist die öffentliche Hand mal wieder in Finanzschwierigkeiten. Dann werden die Projektmodule neu zusammengestellt. Hier hat man eine Kontinuität über viele Jahre, gerade in diesem Grenzbereich, die üblicherweise nicht durch die öffentliche Hand sofort gefördert werden. Auch wo Innovation dabei ist, wo man mal etwas ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist das Besondere auch in Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden. Und ich habe eben schon gesagt, die Europark, also die ganzen Nationalparkhäuser, die Zusammenschluss der Großschutzgebiete in Deutschland. Es gibt doch kaum ein Nationalparkhaus, was nicht eine Förderung bekommen hat. Wir natürlich auch, meine Blumberger Mühle vom NABU, Schorfheide Korin oder beim BUND die Burg Lenzen sind doch einfach Projekte, die eine nationale Ausstrahlung oder sogar eine internationale Ausstrahlung an dieser Stelle haben und die wären ohne die DBU nicht denkbar und es würde auch die Naturschutzverbände allein hätten das finanziell so nicht stemmen können. Herr Brickwede, der einzige männliche Name, nach dem eine Rose genannt worden ist, Dr. Fritz Brickwede, wenn man ja recherchiert, auch über seine Kunden, für die man arbeitet, kommt man dann über angenehme und witzige Zusammenhänge. Ich kann sagen, ich frage Sie jetzt nicht nach der Rose, sondern sozusagen nach der Mannigfaltigkeit. Sie sind ja plötzlich größter privater Wald- und Naturflächenbesitzer geworden. Zwar nicht ganz über Nacht, aber das war nicht unbedingt sozusagen in den Anfangszeiten so angelegt. Wie gehen Sie da heute mit um? Am Anfang hat ja ganz stark der technische Umweltschutz dominiert, vor allen Dingen die Aufräumarbeiten in den neuen Bundesländern. Wir haben in den ersten Jahren, Herr Tiepmeier erinnert sich sicher noch genauso gut wie die anwesenden damaligen Kuratoren, haben wir unsere Hauptschwerpunkte ja im Bereich der neuen Bundesländer gehabt. Und wir haben dann aber daraus auch gelernt, wichtiger als Aufräumen und Schäden beseitigen, ist, Schäden gar nicht erst entstehen zu lassen. Also der vorsorgende, der produkt- und produktionsintegrierte Umweltschutz. Und das hat uns all die Jahre geleitet. Und dann haben wir sehr viele Erfolge gehabt. Frau Heiden hat ja zum Beispiel auch über die weiße Biotechnologie, die industrielle Biotechnologie gesprochen. Viele Erfolge gehabt. Und nun haben wir in den letzten Jahren zusätzlich zu dieser sehr stark mittelstandsbezogenen Förderung und natürlich der Umweltbildung, wie Herr Schimpke sie erwähnt hat, und dem Kulturgüterschutz eben uns auch noch stärker als bisher im Naturschutz engagiert. Das heißt aber nicht, dass wir diese Mittelstandsorientierung verlieren, sondern es ist ein zusätzliches Feld und es ist eine große Herausforderung für die Stiftung. Wir sind ja bisher fast ausschließlich fördernd tätig gewesen. Mit der Übernahme der Flächen des nationalen Naturerbes sind wir jetzt auch operativ tätig. Und bisher waren wir eigentlich überall und immer herzlich willkommen. Und jetzt sind wir auch manchmal in Feldern, wo wir feststellen, es finden gar nicht alle Menschen in Deutschland Naturschutz so toll wie wir, sondern da gibt es auch Streit, zum Beispiel über Renaturierungsmaßnahmen. Und wir müssen also dann vor Ort in diesen Flächen
für einen Ausgleich sorgen. Und wir machen das zum Beispiel dadurch, dass wir für alle großen Flächen Beiräte schaffen, wo dann also eben natürlich die Naturschützer vertreten sind, aber auch die Bürgermeister und die Landwirtschaft und die Jäger und der Tourismus, wo wir versuchen dann zu einem Konsens zu kommen, um unsere Ziele zu erreichen. Ist das auch, wie Sie mit Begehrlichkeiten umgehen? Ich sag mal, da sind ja auch viele schöne Flächen, die könnte man ja auch anders benutzen, als sie nun wirklich der Natur zu überlassen. Ja, wir haben sie ja nun gerade bekommen, um dort den bestmöglichen Naturschutz durchzuführen. Das heißt, es ist völlig klar, wir werden nichts von diesen Flächen jemals veräußern. Wir werden die Wälder auf diesen Flächen nach und nach dahin führen, dass die Natur sich selbst überlassen bleibt. Das heißt, wo jetzt noch Forstwirtschaft stattfindet, ist das Forstwirtschaft im Dienste des Naturschutzes. Wir werden die Offenlandflächen offen halten wegen der Bewahrung der Biodiversität. Wir werden natürlich die Feuchtgebiete schützen. Und Sie können sicher sein, dass, wenn wir das nächste Mal Jubiläum feiern, wir dort große Erfolge auch vermelden können. Und wir erwarten natürlich, dass es noch eine zweite Tranche gibt, Herr Bundesumweltminister, und die Umweltverbände und die Länder und wir auch noch weitere Flächen zusätzlich übernehmen, sodass wir dann insgesamt zu einem ganz runden Bild im Naturschutz kommen werden. Ich danke Ihnen, Herr Brickwede. Herr Röttgen hat zwischendurch kritisch geschaut, Herr Tschimpke hat gelächelt, als er gesagt hat, nicht jeder liebt Naturschutz. Herr Röttgen, Sie sind ja in diesem Jahr unterwegs in dieser weltweiten UN-Dekade für Biodiversität. Wenn Sie das hier in Ihrem deutschen Aktionsplan Leuten, die vielleicht mit dem Umweltschutz nicht sozusagen jeden Abend ins Bett gehen, unterbreiten, welche Argumente treiben Sie nach vorne? Also erstens, man muss auch nichts übertreiben, man muss nicht mit dem Umweltschutz ins Bett gehen, sondern alles an seiner richtigen Stelle. Schon klar. Ich glaube, es gibt zwei Argumente. Das erste ist vielleicht eben nicht rational, sondern es ist eine Emotion. Das ist die Schönheit. Ich habe eigentlich noch kaum einen Menschen getroffen, der nicht von der Schönheit, von Natur, von Leben, die sie ausdrückt, angesprochen wird. Und zwar eben nicht nur mit der Ratio, sondern mit der ganzen Person, auch mit der Emotion. Und darum ist das ein echter Verlust von Leben, von Lebensqualität, von Genuss, wenn wir weiter so mit Umwelt umgehen. Und das ist das Erste, was ich sagen würde, ohne Natur verliert das Leben an Schönheit. Und das Zweite ist, eine Grunderkenntnis, schon in der Genesis grundgelegt, eine Klugheit, eine Welt- und Menschenklugheit, dass der Mensch, der in seiner Lebensweise sich gegen die Natur wendet, die Natur zerstört, aber am Ende auch den Menschen zerstört. Zuerst stirbt die Natur und dann der Mensch. Und darum ist der Mensch angewiesen darauf, dass es Vielfalt in der Natur gibt. Das ist das Argument, was ich noch vortragen würde. Ich danke Ihnen vielmals. Ich denke mir, dass im Ministerium Sie sowieso offene Türen dabei einlaufen. Aber der Punkt ist natürlich, wir haben es gerade gehört, Flächen kosten auch Geld. Es gibt Begehrlichkeiten, weil die kann man ja auch anders benutzen. Wie können Sie auch finanziell der positiven, umweltschonenden, ressourcenschonenden Verwendung von Flächen den Rücken stärken? Ja, ich glaube, dadurch, dass wir auch rational, ökonomisch klar machen, dass es neben der Schönheit und dem langfristigen Sicherung von Lebensgrundlagen, glaube ich, der auch ökonomische Wettbewerb in unserem Jahrhundert ist, mit immer weniger Ressourcen, mit immer weniger Energie, mit immer weniger Natur zu produzieren. Das ist eine Umkehrung des Paradigmas von Wachstum, wie wir es seit der Industrialisierung kennen.
Also man konnte bis in das letzte Jahrhundert hinein, so lange ist das ja noch nicht vorbei, im Grunde den Gewinner des Wohlstandswettbewerbs daran erkennen, wer am meisten verbrauchte, wer am meisten Öl verbrauchte, am meisten CO2 emittierte. Das war schon der Indikator dafür, wer hat den Wohlstands- und Wirtschaftswettbewerb gewonnen. Und diese Spielregel, die ist vorbei und aus. Wir werden so nicht mehr Wachstum haben, sondern dann in einer Sackgasse landen. Sondern derjenige, der mit Ressourcenschonung, Naturrespekt, Ökonomie betreibt, der wird auch der ökonomische Gewinner in unserer Zeit sein. Und darum Schonung der Natur, Ressourceneffizienz ist auch der Schlüssel, um wirtschaftlich, politisch, geopolitisch, aber eben auch ökonomisch in unserer Zeit zu gewinnen. Das ist mein Argument dafür, dass Ressourcenschonung nicht gegen Ökonomie gegründet ist, sondern die Grundlage für langfristige Ökonomie ist. Herr Czemke, eigentlich müsste Ihnen doch der Herr Röttgen aus dem Herz, aus der Seele gesprochen haben. Nun weiß ich ja, dass Umweltorganisationen immer ein bisschen mehr wollen, brauchen, fordern, als ein Umweltminister zu geben, in der Lage ist. Wo würden Sie gerne die Grenzen ausweiten? Naja, ich denke, wir haben jetzt 20 Jahre DBU und wir haben auch 20 Jahre nach Rio im nächsten Jahr. Und da haben wir ja festgestellt, dass wir verschiedene Ziele einfach schlichtweg nicht erreicht hatten. Wir hatten 2010 ausgerufen als das Jahr, wo wir den Verlust an biologischer Vielfalt stoppen wollten. Da sind wir einfach grandios, spektakulär gescheitert, und zwar alle zusammen. Und da gibt es eine ganze Reihe Gründe, warum das so geschehen ist. Ich glaube, an diesen Gründen muss man sehr intensiv arbeiten. Deswegen ist es schon richtig, dass man den Verlust an Natur auch in die ökonomische Gesamtrechnung mit einbauen muss, weil man sonst diese ökonomischen Systeme, wenn das außerhalb bleibt, nicht darauf einstimmen kann. Wir haben ja jetzt den Emissionshandel, der da sicher eine neue Rolle auch gibt. Da kostet eine Tonne CO2 jetzt Geld. Eigentlich rechnet sich jetzt Moorschutz, eigentlich rechnen sich jetzt alte Wälder, also können wir doch jetzt auch Buchenwaldschutz, und zwar alte Buchenwälder, Wildnis zulassen, um dort auch einen Teil Klimaschutz mitzumachen und gleichzeitig den Schutz der biologischen Vielfalt auch voranzutreiben. Diese interessanten Modelle, die müssen wir jetzt vorantreiben, und ich glaube, da ist die Politik sehr, sehr, nicht zögerlich. Sie scheitert noch an vielen Rahmenbedingungen, die so noch nicht vernünftig aufgestellt sind. Ich sage natürlich, das Finanzierungsproblem ist nach wie vor ein großes, gerade im Bereich des Naturschutzes. Wir haben jetzt die EU-Agrarreform vor uns. Wenn wir es nicht schaffen, die Agrarsysteme und die forstwirtschaftlichen und die fischereiwirtschaftlichen Systeme auf Nachhaltigkeit umzustellen, dann werden wir im Naturschutz nicht reüssieren, dann werden wir die biologische Vielfalt auf diesem Globus nicht bewahren. Und da sind wir erst ganz am Anfang, weil die Finanzmittel nach wie vor in die falsche Richtung dort gehen. Da gibt es noch falsche Subventionen und es gibt auch noch Bereiche, wo einfach kein Geld da ist für Naturschutzmaßnahmen. Natura 2000 ist unterfinanziert. Und das ist das Schutzgebietssystem der Europäischen Union. Wir haben es nicht geschafft, dort ein vernünftiges Finanzierungssystem auf die Beine zu bringen. Wenn Landwirte sich dort engagieren, kriegen sie keine entsprechende Entlohnung für dieses Engagement in dem Bereich, bei den Vogelschutzgebieten und bei den FFH-Gebieten. Und hier müssen wir umsteuern im Rahmen der EU-Agrarförderung aus meiner Sicht. Kein Dissens an dieser Stelle. Nein, das ist kein Dissens an dieser Stelle. Es geht darum, Sie haben ja auch gar nicht dafür plädiert, für mehr Geld, sondern das Geld in die richtige Richtung, den richtigen Anreiz zu setzen und nicht sozusagen in die Agrarindustrie und die kommerzielle Agrarnutzung, sondern eine Subvention dann, wenn sie eine Gegenleistung auch für gesellschaftliche Zusatzleistung ist, für Erhalt von Natur, für Erhalt von biologischer Vielfalt, dann kann ich es auch rechtfertigen, dass der Steuerzahler diese über das Gewinnstreben hinausgehende Tätigkeit honoriert. Das muss eine neue Orientierung in der Agrarpolitik werden. Lassen Sie uns ganz kurz mal schauen auf die nächste große Konferenz. Sie haben die gerade erwähnt, Rio Plus 20 oder Rio 20 Plus. In der Bezeichnung alleine liegt schon ein qualitativer Unterschied. Wo, Herr Czemke, sehen Sie die Berechtigung, dass wir sagen Rio 20 plus? Ja, ich glaube, das zeigt ja auch die Arbeit der DBU ganz deutlich. Es gibt ja so viele neue
innovative Konzepte, die in die Zukunft weisen, wo jetzt schon die ersten, ich habe ja heute Morgen von den Unternehmen gehört, was dort alles kreativ auch gedacht und erfunden wird. Und deswegen 20 plus, es gibt ja durchaus Hoffnungsschimmer am Horizont. Die Frage ist, ob das jetzt schnell genug umgesetzt wird, ob wir nicht zu viel Zeit mit altem Denken verlieren. Das ist eine der Schlüsselfragen. Deswegen 20 plus, wenn ich sehe, wie schwer wir uns tun, meine Freundin ist schon angesprochen worden von der Bundeskanzlerin, dass wir immer noch keine wirklich wirkungsvolle UN-Behörde für den Umweltschutz haben, die auch eine gewisse Unabhängigkeit hat und eine Gestaltungsfreiheit hat. Dort müssen wir einfach ein Stückchen weiterarbeiten, damit diesem Thema, was das globale Überlebensthema für uns ist, auch gerecht werden wird. Und das wird die Herausforderung im nächsten Jahr sein. Und bei der biologischen Vielfalt sehe ich das genauso. Also wenn wir weiter diese Raten haben an Verlust an biologischer Vielfalt, wird das für uns ein gnadenloses Thema. Und wir brauchen biologische Vielfalt allein um das Thema nachwachsende Rohstoffe. Wo sollen denn die Rohstoffe der Zukunft herkommen, wenn sie nicht aus unserem Boden, aus unserer Bewirtschaftung kommen, wenn wir fossile Rohstoffe nicht mehr haben? Und dieses Umsteuern, das ist die Aufgabe der nächsten Jahrzehnte. Und da kann 20 plus Signale setzen. Und alles, was man hier heute auch gehört hat, von den Unternehmen, die daran arbeiten, die denken ja genau an diesen Schlüsselstellen. Und die DBU fördert auch genau an diesen Schlüsselstellen. Und das ist, glaube ich, das Interessante dabei. Herr Röttgen, 5 Jahre in die Zukunft. Welchen Bauchschmerz haben Sie dann nicht mehr, so Sie weiterhin Umweltminister wären? Lassen Sie uns das mal einfach mal fortschreiben. Sagen wir das mal als Prämisse, ist schon mal, schon mal gut. Welche Bauchschmerzen hätten Sie dann nicht mehr? Wo würden Sie sagen, da habe ich einen Haken dran gemacht? Und wo würden Sie sagen, da müssen wir weiterhin dran arbeiten? Also gut, ich habe offen gestanden, ist Bauchschmerzen. Gemacht, ne? Nicht mit 20 Jahren, ja. Sondern ich habe schon runtergezogen. Genau. Also ich habe auch keine Bauchschmerzen bei allem, was an großer Herausforderung da ist. Es ist eine tolle Aufgabe. Das klingt immer so floskelhaft, aber ich empfinde es, dass es so ist und erlebe es auch so, dass wir Politik, Gesellschaften wirklich gestalten können. Wir sind nicht ausgeliefert, sondern es hängt an uns. Und trotzdem sind es Prozesse. Darum fällt es mir schwer zu sagen, haben wir einen Haken gemacht. Wir könnten einen Haken gemacht haben an die UNO-Organisation. Das ist 2012 möglich. Das ist sozusagen die institutionelle Seite, dass die UNO schlagkräftiger wird, denn wir brauchen einen globalen Ordnungsrahmen, und zwar institutionell wie inhaltlich. Das würde ich mir also wünschen, dass wir die UNO schlagkräftiger gemacht haben und dann auch inhaltlich vorangebracht haben mit einem Konzept, das wir international Green Economy nennen, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung eben in diese Richtung geht, der Ressourcenschonung. Es ist ein globales Thema, und dafür global handlungsfähiger zu werden, das ist die eigentliche Aufgabe. Und ich wünsche mir auf diesem Gebiet, dass wir bei der UNO-Organisation, einer Weltorganisation der UNO, dann den Haken machen können im nächsten Jahr schon und die dann auch im Werk ist. Wir sprechen darüber. Herr Brickwede, was würden Sie sich denn wünschen in 5 Jahren? Was ist dann erledigt oder ist es weiterhin die Kernarbeit, wo Sie sagen, wir fördern weiterhin die Projekte, wir machen Kommunikationsförderung, also auch Veranstaltungen dieser Natur? Alles fließt, auch in 5 Jahren, das heißt, es gibt nichts, was abgeschlossen ist, aber ich habe natürlich schon Visionen. Zum Beispiel erhoffe ich mir, dass wir in 5 Jahren bei einer Vision ganz viel weiter sind als heute, nämlich dass wir so etwas wie einen dezentral und föderal strukturierten National Trust in Deutschland haben, ein Netzwerk der Großschutzgebiete, der vom BMU und BFN geförderten großen Naturschutzvorhaben und des nationalen Naturerbes, Kooperation von Stiftungen und Umweltverbänden und Bund und Ländern, damit wir das, was Herr Röttgen eben als Schönheit der Natur beschrieben hat, dass wir das wieder unseren eigenen Landsleuten näher bringen, dass wir wieder deutlich machen, dass zur Identität der Deutschen eben natürlich das Brandenburger Tor und der Kölner Dom gehört und unsere Dichter, unsere Maler, aber eben auch das nationale Naturerbe. Die Deutschen sollten sich ihrer Natur vergewissern
Und dazu gehört vor allen Dingen auch, in sie hineinzugehen. Und das wünsche ich mir vor allen Dingen von den Familien und von den vielen und für die vielen Kinder und Jugendlichen, die einen großen Verlust dadurch haben, dass sie die Natur nicht mehr erlebt haben, so wie wir. Und ich hoffe, dass wir mit einem solchen Netzwerk dieses Bewusstsein für unser schönes Land und für unsere wunderbare Natur und ihre Erhaltung wieder stärker verankern können. Herr Brickwede, ich danke Ihnen. Herr Röcken, ich danke Ihnen auch und ich weiß, dass Sie das am letzten Wochenende getan haben, nämlich nicht nur spazieren gehen, sondern wandern in der Hohen Venn. Ja, übrigens einer der wenigen Plätze, wo das Ziel erreicht worden ist, in dem Naturpark Eifel-Hohes Venn, wo der Verlust an biologischer Vielfalt gestoppt worden ist. Leider weit verfehlt im ganzen Land, aber an einzelnen Orten ist es gelungen, das heißt, man kann es schaffen. Wir brauchen ja auch Role Models, wir brauchen auch Projekte, wo es funktioniert hat, damit wir wissen, dass es funktionieren kann. Ich bedanke mich vielmals, Herr Schimke, Herr Röttgen, Herr Brickwede. Ich weiß, dass Sie das letzte Wort haben werden. Deshalb werde ich die beiden Herren mit runternehmen in die erste Reihe. Vielen Dank, es war eine Freude mit Ihnen und mit Ihnen. Ich habe es für Sie auch noch. Ich möchte auf jeden Fall diese Blumen hier rein. Danke sehr. Ganz schön. Ganz wunderbar.